Bangladesch, im fruchtbaren Gangesdelta gelegen zwischen Indien und Burma. Seit 1971 unabhängig von Indien, ist es bis heute geprägt von einer ursprünglichen Agrarwirtschaft. Der Gründer des Centers for Mass Education in Science, Dr. Muhammad Ibrahim, besucht eines seiner Schulprojekte in der Nähe der Hauptstadt von Bangladesch. Hier hat der Physikprofessor der Universität Dhaka seine Vision einer Schule verwirklicht. Ich habe eine ganz eigene Erfahrung mit Lernen gemacht. Übers Radio, durch Zeitungen, Reden mit Leuten, die im Ausland waren. Und ich fand, dass die Schule diese Möglichkeiten nicht nutzt. In den Schulen geht es nur um Prüfungen, ums Auswendiglernen und Informationen anhäufen. Also dachten wir, es müsste ein paar Schulen geben, die anders sind. So we thought that there should be some schools which are not like that. Vor über 30 Jahren hat er hier in Sooj die erste Schule gegründet. Inzwischen sind es Hunderte übers ganze Land verteilt. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus armen Familien und konnten die öffentliche Schule nur kurz oder gar nicht besuchen. Ein Drittel verlässt die Schule vorzeitig. Hier bekommen sie eine zweite Chance. They drop out mainly because of poverty. That's number one reason. Viele fallen aus dem staatlichen Schulsystem wegen der Armut. Das ist der Hauptgrund. Sie können jetzt einwenden, die Schule sei gratis. Auch wenn die Schüler sehr jung wirken, müssen sie helfen, die Familie durchzubringen. So verlieren sie das Interesse an der Ausbildung. Deshalb kombiniert er in seinen Schulen Lesen, Schreiben und Rechnen immer mit einer handwerklichen Ausbildung. Je nach Bedarf der Region bieten die Zentren unterschiedliche praktische Ausbildungen an, mit dem Ziel, den Jugendlichen eine Zukunft als selbstständige Kleinunternehmer zu ermöglichen. Seine Vision geht aber noch weiter. Es kann sein, dass diese Jugendlichen nicht beim erlernten Job bleiben, sondern in ein ähnliches Handwerk wechseln, das erst am Entstehen ist. Unsere Aufgabe ist es, ihnen die Augen zu öffnen bezüglich ihrer Fähigkeiten und Zukunftsperspektiven. Bangladesch ist eines der ärmsten Länder der Welt. Viele Jugendliche helfen ihren Eltern, das Familieneinkommen aufzubessern, statt zur Schule zu gehen. So verpassen sie es auch, einen richtigen Beruf zu erlernen. Im CMIS arbeiten die Jugendlichen ebenfalls. Zum einen ist der Stundenplan so, dass sie halbtags ihrer üblichen Arbeit nachgehen können. Andererseits bietet die Schule den Fortgeschrittenen auch einen kleinen Nebenverdienst. Die Produkte, die sie hier herstellen, werden in der Hauptstadt Dhaka verkauft. So konkurrenzieren sie die lokalen Handwerker nicht und in der Stadt erzielen sie erst noch bessere Preise. CMIS setzt auf Nachhaltigkeit in der Ausbildung. Mädchen lernen deshalb nicht nur nähen, sondern zum Beispiel auch Pilze züchten. Dr. Ibrahim hat die Austernpilze nach Bangladesch gebracht. Viele Leute kultivieren heute Pilze, aber nur wenige wissen, wie man die Sporen dafür züchtet. Das ist Technologie. Und davon profitieren unsere Schülerinnen. Sie kommen aus sehr armen Familien, besuchen die CMIS und entwickeln sich zu technisch versierten Fachkräften. Bangladesch ist ländlich geprägt. Große Teile des sehr flachen Landes werden intensiv genutzt. Die wichtigsten Produkte sind Reis und Jute.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Nur ein Viertel lebt in den Städten. Weil der größte Teil des Landes im Deltabereich von drei Flüssen, unter ihnen der Ganges, liegt, kommt es immer wieder zu Überschwemmungen. Bangladesch ist eines der Länder, das von der globalen Erwärmung am stärksten betroffen sein wird. Schon heute verwüsten tropische Wirbelstürme regelmäßig das Land. Bei einem Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter würde ein Sechstel des Landes überflutet. Die Umwelt liegt Physikprofessor Ibrahim sehr am Herzen. Die Jugendlichen sollen die Zusammenhänge der Natur verstehen lernen. An der Universität wird zwar viel Theorie vermittelt, aber die Grundlagen werden vergessen. Es wird angenommen, dass diese schon richtig sind. Die Informationen werden einfach auswendig gelernt. Deshalb können die wenigsten mit dem Gelernten etwas anfangen. Es ist wichtig, dass Kinder von Anfang an Wissen erleben und nichts als erwiesen annehmen, nur weil es der Lehrer gesagt hat. Etwa 15.000 Jugendliche besuchen im Moment seine Schulen. In den 30 Jahren haben Hunderttausende dank seinem Center for Mass Education in Science den Weg in ein besseres Leben gefunden. Nach 5 Schuljahren haben sie einen anerkannten Abschluss und einen Beruf gelernt. Bangladesch ist 3-mal so groß wie die Schweiz, hat aber über 150 Millionen Einwohner. Es ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. Die Bevölkerung wächst weiter. Eine Familie hat durchschnittlich mehr als 3 Kinder. Die vielen Menschen sind eines der großen Probleme des Landes. Überbevölkerung ist immer ein Problem für die Entwicklung eines Landes. Da geraten Ressourcen gehörig unter Druck. Raum, Schulen, was auch immer. Die wertvollste Ressource von Bangladesch ist seine dynamische Bevölkerung. Man muss wissen, dass ein großer Teil der Staatseinnahmen von im Ausland arbeitenden Bangladeschi kommt. Einerseits ist die Bevölkerungsdichte ein Problem, das wir angehen müssen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Quelle, die wir weiterentwickeln müssen. Das Dorf Suruj ist berühmt für seine edlen Sari-Stoffe. Die begehrten Stoffe entstehen in Handarbeit auf hölzernen Webstühlen. Hier lässt sich auch als Schreiner Geld verdienen. CMIS richtet sich bei den angebotenen Ausbildungen stark nach den lokalen Bedürfnissen und Möglichkeiten. 2 Absolventen seiner Schule haben ursprünglich Schreiner gelernt. Mit der Produktion von Weberschiffchen haben sie offensichtlich eine Marktlücke entdeckt. Sie haben 4 Jugendliche angestellt. Damit leben insgesamt 6 Leute von dieser Arbeit. Dieses Resultat kann sich sehen lassen. Ein besonderes Anliegen ist es, Dr. Ibrahim, Frauen Möglichkeiten für ein eigenes Einkommen zu geben. Diese junge Frau hat bei CMIS gelernt, mit Hilfe von Wurmkulturen aus Grünabfall und Kudung Kompost zu produzieren. Falls nötig, bekommt sie einen Kleinkredit, um das Geschäft zu starten. Den Kompost kann sie auf dem lokalen Markt verkaufen. Bangladesch ist zu 90% muslimisch. Die Männer prägen den Alltag. Es ist eine sehr traditionelle Gesellschaft. Mädchen werden diskriminiert und haben nicht die gleichen Chancen, weder in der Ausbildung noch in der Gesellschaft. Zudem werden sie oft jung verheiratet. Wenn Tradition die Entwicklung hemmt, würde ich es als Aberglauben bezeichnen. Und dieser muss bekämpft werden. Mädchen gelten traditionell als weniger wert und verwundbar. Das muss aufhören. Darum setzt sich Dr. Ibrahim besonders für die jungen Frauen ein. Im Adolescent Girls Program treffen sich die Absolventinnen von CMIS-Schulen regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Im ganzen Land machen rund 67.000 junge Frauen und Männer mit. Heute erzählt Biti von ihrer Freundin, deren Eltern eine große Mitgift zahlen mussten und sich schwer verschuldet haben.
Für solche Probleme werden in der Runde Lösungen gesucht. Schon in der Schule beschäftigen sich die Jugendlichen mit diesen Themen. Sie haben Lieder geschrieben über Mitgift, frühe Heirat und AIDS. Dr. Ibrahim sieht mit Freude, was sie erreicht haben. Wenn diese Mädchen eine eigene Persönlichkeit entwickeln, wenn sie sich ausdrücken, selber denken und selber planen können, was auch immer, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Im Theater tauschen die Jugendlichen sogar die Rollen. Aus einer jungen Frau wird ein alter Mann. Für Dr. Ibrahim eine große Freude. Just to show the equality. Um die Gleichberechtigung zu demonstrieren, spielen sie beide Rollen.